Die Suche nach Fachleuten führt die Ägypter nach Stuttgart, ins Institut für Strahlantriebe. Hier träumt der Luft- und Raumfahrtingenieur Eugen Sänger von Raketen und Satelliten. Wenn Sie die Geschwindigkeit etwas steigern, auf 28.000 Kilometer pro Stunde, dann wird diese Bahn eine Kreisbahn um die Erde werden. Doch Raketen und Satelliten bleiben im Nachkriegsdeutschland ein ferner Traum. Eugen Sänger darf mit seinem Sohn mit Raketen spielen. Die Alliierten stehen dem besiegten Deutschland nur mehr theoretische Forschung zu. Aussichten auf echte Projekte sind mager, die Mittel knapp. Nasses Ägypten könnte Sänger und seinen Leuten beides bieten. Das Raketenbauen war im Grunde genommen sein Leben. Zwar gab es offiziell von ägyptischer Seite her ein Raumfahrtprogramm, aber ich gehe davon aus, dass mein Vater durchaus bewusst war, dass es im weiteren Sinne eben auch militärisch verwendbar ist, wie jede Rakete zwei Seiten hat. Sänger reist im März 1960 erstmals nach Ägypten. Bald folgt ein ganzes Team, die sogenannten Sängerknaben, teils mit Frauen und Kindern. Raus aus dem engen Nachkriegsdeutschland, hinein in die Exotik des Orients. Auch der Geschäftsführer seines Stuttgarter Institutes, Dr. Heinz Krug, ist dabei. Er baut mit den Ägyptern lukrative Geschäftsverbindungen auf. Unter Sängers Mitarbeitern ist der Techniker Klaus Fehrer, damals Anfang 20. Auch ihn locken die neuen Möglichkeiten. Wir sind dort damals davon ausgegangen, dass wir in Ägypten einen Satellitenträger bauen können, entwickeln können, bauen, erproben können, der dann letztlich auch tatsächlich einen Satellit nach oben bringen sollte. Kairo ist in diesen Jahren eine faszinierende Stadt. Zwar kehrt Eugen Sänger bald wieder nach Stuttgart zurück. Doch viele seiner Mitarbeiter finden in Ägypten nicht nur neue Arbeitsmöglichkeiten. Sie lernen auch den Reiz eines Lebens in Saus und Braus kennen. Nasser geizt nicht. Ja, für mich war es mehr als 1001 Nacht. Also es war schon der Orient pur mit allem drum und dran, mit wunderschönem Essen, mit, Luxus im Prinzip. Und da war es üblich, wenn man nachts aus dem Club gekommen ist, dass man in die Hände geklatscht hat und den Diener gerufen hat und um ein paar Cannabis gebeten hat, nachts um zwei oder sowas ähnliches. Die Gruppe führt in Kairo ein sorgloses Leben mit doppeltem Einkommen und vielen Annehmlichkeiten. Und wer seine Familie dabei hat, darf auch sie umfassend umsorgt wissen. Es fehlt an nichts. Die deutschen Experten fühlen sich in Ägypten sicher. Sie werden hofiert. Ihre wissenschaftlichen Kenntnisse der Raketentechnik werden hoch geschätzt. Ob das Ziel der Arbeit wirklich ein ägyptischer Satellit ist oder etwas anderes, darüber hält sich der Chef der Kairoer Gruppe, der Triebwerksexperte Wolfgang Pilz, eher bedeckt. Herr Professor Pilz, woran arbeiten Sie hier in Ägypten genau? Wir geben theoretischen und praktischen Unterricht an Raketentechnik, an Elektronik, an Fragen der Regelung und Fragen der Höhenforschung. Das heißt, wir halten Vorträge. Es sind dann wohl doch etwas mehr als Vorträge. Mit Hilfe der Deutschen machen die Ägypter binnen kurzem beachtliche Fortschritte. Am 21. Juli 1962 erscheint die gesamte militärische Führung der Luftwaffe mit Präsident Nasser persönlich auf dem Schießplatz in Gabel Hamza nahe Kairo. Extra geladene Journalisten berichten der Weltöffentlichkeit eine Sensation. Ägypten startet eigene Raketen. Also zunächst fing ja eigentlich das alles damit an, dass bereits im Juli 62 dem Herrn Pilz geglückt ist, vier Raketen einfachster Bauart dort in den Himmel zu schicken, und dabei sein von Herrn Nasser und den Militärs, und diese sind erfolgreich geflogen. Ein Triumph für Ägypten, ein Schock für die Weltöffentlichkeit. Vor allem aber ein Schock für Israel. Herr Nasser war sehr beeindruckt von dem, was da inzwischen geschaffen worden ist. Und seine Offiziere sehr stolz, dass sie ihm das präsentieren konnten. Das war ein aufregender Tag, auch für Ägypten. Die Ägypter haben das als Riesenerfolg wahrgenommen. Zu unserem Leidwesen wurde das ja dann als Waffe gegen Israel proklamiert. Leider.
In Kairo verkündet Nasser, die neuen Raketen könnten auch Israel erreichen. Nur zwei Tage später sind die deutschen Experten Gäste auf einer Militärparade und staunen. Wir waren auf einer Ehrentribüne als Experten eingeladen, haben das dann gesehen, neben anderen Schauobjekten, Flugzeuge und Tanks und solchen militärischen Gerät, kamen dann plötzlich unsere Dummies, also unsere Geräte, komplett als Dummies verkleidet und vorgeführt als flugfähige Waffe, muss man so sagen. Pilz saß da nicht mit dabei, aber wir Kollegen haben natürlich gesagt, hey, was ist das denn? Wir haben uns nur gegenseitig angeschaut und gesagt, wie konnte man das machen? Das haben wir in der Gruppe sehr intensiv diskutiert, aber uns eigentlich keine weiteren Sorgen gemacht. Sagt, na ja, Dummies, kann man ja machen, aber fliegen werden die so nicht. Die Neuigkeiten aus Kairo schlagen in Israel ein wie eine Bombe. Auch der israelische Geheimdienst Mossad ist von der Sensation in Ägypten überrascht, hat zunächst keine Informationen darüber, wie gefährlich die Raketen wirklich sind. Hektisch laufen Vorbereitungen zu einem Gegenschlag an. Das Treffen findet nicht ohne Grund in München statt. Hier hat der Geschäftsführer von Eugen Sengers Stuttgarter Institut, Dr. Heinz Krug, im Juli 1960 die Firma Intra gegründet. Sie hat das Material für die ägyptischen Raketen beschafft. Mossad-Chef Harel leitet persönlich die Operation. Das Ziel: Heinz Krug soll entführt werden. Sie haben mir nichts weiter erzählt. Sie haben mir nur gesagt, dass Sie sich mit Dr. Krug treffen wollen und dass ich ihn an einem bestimmten Ort bringen soll. Ich gab ihm die Adresse, den Zettel, auf dem stand, wohin wir fahren sollten. Wir fuhren mit einem Mercedes, den er kurz zuvor gekauft hatte. Der Agent Odette gibt vor, dass der ägyptische Oberst, der das Raketenprojekt leitet, Krug dringend und höchst vertraulich sprechen wolle. Dr. Krug schöpft keinen Verdacht. Er chauffiert seinen Entführer persönlich in seinem eigenen Mercedes zu dem angeblichen Treffen mit dem Ägypter. Wir setzen uns ins Auto, ein ganz neuer Wagen. Da gab ich ihm einen Zettel mit einer Adresse in München, wo wir hin sollten. Während der Fahrt schwärmte er in allen Details von dem neuen Auto und ich bestätigte ihn, lobte ihn und den Wagen. Sagte sehr freundliche Sachen, dass der Oberst und wir ihn und seine Arbeit und seinen Beitrag zum Projekt sehr schätzten. Und er sagte, wir könnten auf ihn zählen. Die beiden Männer erreichen ein Haus in einem Münchner Vorort. Was Heinz Krug nicht ahnt, drinnen wartet nicht der ägyptische Oberst, sondern ein Entführungsteam unter Leitung von Mossad-Chef Issa Harel. Ohne jeden Argwohn lässt sich der deutsche Raketenmaterialbeschaffer von dem arabisch aussehenden Agenten in die Falle führen. So arbeiten wir beim Mossad. Wenn du etwas erledigen musst, machst du das und vergisst es gleich wieder. Erstmals belegen jetzt interne Mossad-Dokumente, was mit Krug geschah. Er wurde in einem VW-Bus über die französische Grenze verschleppt. Sie fuhren Tag und Nacht Richtung Marseille. Dort wurde er streng abgeschirmt und ausgeflogen. In den Morgenstunden kam das Flugzeug in Tel Aviv an. In einem Mossad-Stützpunkt wurde Heinz Krug wieder und wieder verhört. Laut den Dokumenten monatelang. Es brachte viele Früchte. Krug lieferte Namen von Ägyptern und deutschen Wissenschaftlern. Dabei hat er zu jedem Namen Beschreibungen der Person hinzugefügt. Was dann geschah, schildert ein ehemaliger Mossad-Offizier gegenüber Ronen Bergmann so. Wer geschossen hat, weiß ich nicht. Aber sie töteten ihn. Was haben Sie mit seiner Leiche getan? Sie haben sie aus dem Flugzeug über dem Meer abgeworfen.
Die Informationen, die Heinz Krug liefert, scheinen den Mossad nicht zu beruhigen. Im Gegenteil, auch der Militärgeheimdienst wird nun in die Operation Vitamin C eingebunden. An einem streng geheimen Ort in Tel Aviv wird bald nach Krugs Entführung ein Brief nach Ägypten auf den Weg gebracht. Die Anschrift besorgt Wolfgang Lotz. Der deutschstämmige, als Champagner-Spion bekannte Mann betreibt einen noblen Reitclub in Kairo. Er hat von den deutschen Raketenforschern gehört. Wenn Sie die Identität eines anderen Menschen annehmen müssen und jahrelang mit dieser Identität täglich leben, dann werden Sie zu dieser Person, bis in Ihre Gedanken und in Ihre Träume hinein. Wenn Sie das nicht schaffen, sind Sie für diese Rolle ungeeignet. Wolfgang Lotz liefert dem israelischen Geheimdienst eine Liste mit Namen von 17 Raketenforschern. Der Leiter des Projekts, Professor Wolfgang Pilz, steht an erster Stelle. An ihn ist im November 1962 der Brief gerichtet. Seine Sekretärin und Lebensgefährtin Hannelore Wende nimmt ihn in Empfang. Es war einfach ein Umschlag mit Papieren. Dazu reichen 200 Gramm. Das zieht keinen Verdacht auf sich. Eine Batterie am anderen Ende im Umschlag war mit einem Draht mit den Dokumenten verbunden. Wenn jemand den Umschlag öffnete und die Dokumente herauszog, schloss sich der elektrische Kreis und die Bombe ging hoch. Sie saß mit zerrissenem Schoß da, mit auslaufenden Augen, mit blutenden Händen. Und wir selbst waren völlig geschockt drumherum. Und muss ich da weitererzählen? Ja, man hat mir erzählt, dass es knallte. Das habe ich nicht mehr gehört, denn meine Trommelfelle sind restlos zerfetzt worden bei dieser Angelegenheit. Mein Gesicht wurde völlig zerschnitten und mit Splittern übersät. Ich verlor einige Zähne, Geruch und Geschmack und nicht zuletzt das Augenlicht, was ich bis heute nicht wieder gewonnen habe. Außerdem wurden die Fingerspitzen der linken Hand abgerissen. Sehr viele Schwierigkeiten noch und wohl auch sehr viele, die bleiben werden. Dem Brief folgen Pakete an die Raketenfabrik in Kairo. Am Tag darauf gab es dann den Anschlag in der Fabrik. Ja. Das war die Militärfabrik 333. Und als ich da dann plötzlich einen Riesenschlag hörte, dann gingen da in der Baracke in meinem Büro die Scheiben zu Bruch. Ich bin dann nach draußen gegangen, habe mich erst mal versucht zu beruhigen. Habe die Türe von der Baracke aufgemacht, die so die Scheiben eingefallen waren, etwas schief war. Mach da die Türe auf und da liegt also schon ein Mitarbeiter aus dem Wareneingang. Dem wollte ich helfen und ich nehme ihn hoch. Und dann war der gesamte Rücken aufgerissen. Ich konnte ihn eigentlich nur noch nach meinem damaligen Empfinden tot wieder ablegen. Und aus dem Nachbargebäude kamen Schreie, Menschen riefen verirrt umher und es stieg Rauch aus dem Gebäude auf. Ich schaute dann hinein und habe dann gesehen, dass da weitere zerfetzte Körper liegen. Das wird man nie vergessen in seinem Leben, so ein Anblick. Auch das war eine Sendung aus Israel. Arbeiter werden verstümmelt, verlieren Hände oder Augenlicht. Die Zielperson, Professor Pilz, überlebt. Doch 5 Ägypter sterben. Die Jagd geht weiter. Das nächste Ziel, der dritte Mann auf der Liste, Professor Hans Kleinwächter. Im Februar 1963 ist der Mossad-Chef erneut in Deutschland unterwegs, um Kleinwächter zu beseitigen. Der arbeitet vom badischen Lörrach aus an der Steuerung der Raketen. Nicht das einzige Problem, an dem die deutschen Experten in Kairo fast verzweifeln. Die
Die Treibstoffe waren ja unter anderem Salpetersäure, Gasöle, Terpentinöle. Und Salpetersäure ist natürlich aggressiv. Wir haben mit normalen Stahltanks gearbeitet. Das heißt, die Säure musste kurzfristig vorher in den Behälter gefüllt werden. Die Rakete selbst ist nicht lagerfähig mit dieser Vorbereitung. Sie hatte keine Zielführung gehabt. Sie hatte keine Steuerung gehabt. Die Rakete ist praktisch an Seilen entlang. Gott will um jeden Preis verhindern, dass die Raketen lenkbar werden. Dabei ist er selbst nicht zielgenau. Der Mossad-Chef leitet persönlich das Killer-Kommando, das dem Steuerungsfachmann Professor Hans Kleinwächter auflauert. Um ihn mitten in Deutschland auf offener Straße umzubringen. Kleinwächter ist am 20. Februar 1963 allein unterwegs in seinem Wagen. Was die Mossad-Agenten nicht wissen, nach den Attentaten in Kairo hat er von einem deutschen Sicherheitsmann, der für die Ägypter arbeitet, einen Revolver bekommen. Der Mossad-Killer nähert sich dem Wagen, fragt etwas auf Deutsch. Doch sein Schuss verfehlt Kleinwächter. Dann blockiert die Waffe. Und Kleinwächter schießt zurück. Eine Blamage. Kleinwächter macht das Fiasko öffentlich. Und er beschuldigt einen Mossad-Agenten namens Otto Joklik. Der Mossad setzt Joklik auf die Nummer 2 der Liste an. Professor Paul Görke. Joklik bedrängt Görkes in Freiburg lebende Tochter, um den Wissenschaftler zum Abzug aus Kairo zu zwingen. Der Joklik stand eines Tages vor der Tür, klingelte bei uns und sagte, er müsse mit mir reden. Der Schweizer Polizei gelingt es 1963 nicht, die Worte des Agenten aufzuzeichnen. Der droht, auch Heidi Görkes Vater sei in Lebensgefahr und verlässt das Hotel. Als er kurz darauf verhaftet wird, belastet das die Beziehungen zwischen der Schweiz, Deutschland und Israel schwer. Heidi Görkes Eltern aber bleiben in Ägypten. Sie selbst reist mit ihrem Bruder bald nach. Streng bewacht von Sicherheitsdiensten fühlt sie sich in Kairo vorerst geschützt. Der Mossad-Chef, zunehmend frustriert, startet im Frühjahr 1963 eine Zeitungskampagne. Bonn verhelfe Nasser zum nuklearen Durchbruch. Auch die deutsche Presse berichtet. Kurz darauf besucht der deutsche Verteidigungsminister Franz Josef Strauß seinen Amtskollegen Shimon Peres in Israel. Dort demonstrieren auf den Straßen wütende Menschen. Sie fürchten einen zweiten Holocaust. Strauß hat sich außerordentlich für Israel eingesetzt. Und als wir in meinem Haus zum Abendessen zusammenkamen, gab es draußen eine Demonstration gegen uns beide. Strauß heraus und Peres. Die riefen Strauß raus und Peres auch. Das waren die Parolen. Strauß sagte, das ist eine sehr ernste Sache, ich gehe dem nach, brauche aber genaue Informationen. Wer sind die Wissenschaftler? Wo sind die Produktionsanlagen? Ich fragte den Mossad-Chef, der die Operation leitete, und erhielt nie eine Antwort. In Jerusalem schlägt die Krise immer höhere Wellen. Die Angst vor den Raketen in Ägypten wird innenpolitisch ausgeschlachtet und zur Staatsaffäre. In der Knesset, dem israelischen Parlament, nutzt nicht nur Oppositionsführer Menachem Begin seine Chance. Auch Außenministerin Golda Meir betrachtet die Raketenkrise als Beweis, dass sich in Deutschland nichts verändert hat, dass Deutsche immer noch Juden umbringen wollen. Die Debatte fand in der Knesset statt. Und die Reden von Begin und Golda haben mich tief berührt. Ich wusste ja von nichts.
Deutschland, das für die Shoah verantwortlich war, sollte nun wieder einen Holocaust vorbereiten? Ich saß einfach nur da. Was konnte ich tun? Ministerpräsident Ben-Gurion sucht die Aussöhnung und wechselseitige Anerkennung mit der Bundesrepublik Deutschland. Chancellor Adenauer. My people cannot forget its past, but we remember the past not in order to brood upon it, but in order that it shall never occur again. I said in the Knesset, this is in Hebrew, the Israel Parliament, last summer, that Germany of today is not the Germany of yesterday. After having met the Chancellor, I am sure that that judgment was correct. By the early 1960s, Israel's Mossad had placed key agents within Egypt and Syria. The first was Wolfgang Lotz, born in Germany in 1921. His mother, an actress, was Jewish. She had emigrated to Palestine with her small son in 1933, the year Adolf Hitler came to power. In Palestine, Wolfgang became fluent in English, Hebrew, and Arabic. During World War II, he served with the British Army in the Western Desert. After the war, he fought with the Haganah and the Israeli army. Lotz was picked by the Mossad as the ideal man to infiltrate the upper reaches of Egyptian society. He not only looked German, his papers confirmed it. His cover story in Egypt was that he served with Rommel, not the Eighth Army. Lotz blended easily into the lush life of Egypt's international set. He ran a successful racing stable. The contacts Lotz made gave him access to Egyptian politics at the highest level. He gathered information on Egypt's armed forces and radioed it back to his controllers in Israel. Lotz was undone by growing suspicions among Nasser's Soviet military advisors that a spy had penetrated the upper reaches of Egypt's military. Lotz's radio transmissions from Cairo were traced, and he was arrested and tried in 1965. The Egyptians did not know he was an Israeli and could not break down his story that he was a German working for Israeli intelligence. He was sentenced to life in prison. In 1968, he was freed and exchanged for 9 Egyptian generals captured in the Six-Day War. Later, Lotz described the radio hidden in some bathroom scales. It was his lengthy transmissions that betrayed him to Egyptian intelligence. To transport and hide the secret violence. These are 2 sets. One which I used and the other one which was spare. It is put in here like this. And now the set itself is ready for operation. Ah, this is Eisen here. Seat, please. Thank you. Would you please tell me about your life history before contacting the organization, Israeli organization, secret organization? Yes, well, there's not very much to tell about my life history. I was born, raised in Berlin. I went to school there. I was born in 21. In 1960, in Berlin, I casually met one or two Israelis, and they explained to me that they would invite me to make trips to Egypt. There was good money in it.
There was very little to do. I wasn't hurting anybody. I wasn't harming anybody. Just a little information to pick up, which I, as a German tourist, can easily do. כל הידיעות יראו שעדיין לא חושדים בו כישראלי, ושהוא מתנהג כגרמני. בארץ היו מכשירי טלוויזיה שקלטו את ארצות ערב. חששנו שמא התמונה תופיע ואז הם יגידו זה ישראלי. והאמצעי היה לשבש את הקליטה בארץ. בשום מקום לא אמרו שהוא ישראלי. ואז מהר כולם חיברו את העניין הזה והבינו שצריך פה נורא להיזהר כי המצרים לא יודעים שהוא ישראלי וצריך לשמור על זה בשתיקה נוראית. הכיסוי היה מולבש עליו טוטלית. אני הלכתי, נסעתי לגרמניה, דיברתי עם גלן, שהוא היה ראש המוסד הגרמני, ואמר לו, תשמע, יש אחד כזה וכזה, שהוא גם נמצא בזהות נאצית. אמרתי, תיקח אותו תחת חסותך. קיבל מיד, הסכים. ולא, ראה בזה ביטחון, ביטחון אישי, והלך, דיבר בטלוויזיה, ברדיו.